Um aus dem Gefängnis auszubrechen, brauchst du mindestens eine der folgenden drei Dinge. Du musst schlau sein, du musst schnell sein und vor allem brauchst du einen unstillbaren Durst nach Freiheit. Heute schauen wir uns 10 Gefängnisausbrecher an, deren Flucht glücklicherweise auf Kamera festgehalten wurde. Fangen wir an. Der Opportunist Mike Maldonado. Nicht immer erfordert der Ausbruch aus dem Gefängnis eine wochenlange Planung. Manchmal bietet sich die Gelegenheit direkt vor dir an und du musst einfach nur noch zuschlagen. Das ist passiert, als Mike Maldonado sich im Porter County Jail befand. Mike wurde in das Gefängnis überführt und das Auto stand in der Sicherheitsschleuse des Gefängnisses, wo die Gefangenen hereingebracht werden. Der Polizist verlässt das Auto und geht zu einem anderen Officer, um die Überführung zu besprechen. Aber das elektronische Tor hat sich noch nicht geschlossen. Mike erkannte seine Chance und sprang direkt aus dem Auto. Er rannte unter dem sich schließenden Garagentor hindurch, bevor die Polizei ihn schnappen konnte. Er verschaffte sich somit etwas mehr Zeit. Die Beamten hatten über 2 Stunden lang auf dem Gelände nach ihm gesucht, konnten ihn aber nicht finden. Später gab es einen Bericht über ein gestohlenes Fahrzeug, das mit Maldonado in Verbindung gebracht wurde. Einen Tag später wurde er gefunden. Amber Gonzalez. Die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen Amber in einer Ausnüchterungszelle. Wir können sehen, wie sie versucht, ihre Hand frei zu bekommen und immer wieder auf das Handy auf den Tisch schaut. Nach weniger als 60 Sekunden hat sie es geschafft, sich zu befreien. Die 30-jährige Amber Gonzalez wurde wegen Diebstahls und Besitzes von Drogenutensilien festgenommen. Man brachte sie in eine Ausnüchterungszelle und fesselte sie an einer Wand. Sie wurde alleine gelassen und entschied sich, die Flucht zu ergreifen. Die Überwachungsaufnahmen zeigen, wie sie sich von den Handschellen löst und gleichzeitig versucht, die Flucht auf ihrem Handy zu planen. Sie dreht und zieht so lange, bis sie schließlich frei ist. Die Polizei sagte später, dass die Handschellen auf die engste Einstellung gestellt waren. Nachdem sie die Ausnüchterungszelle verlassen hatte, ging sie durch einen Notausgang nach draußen. Danach durchquerte sie den Garten in der Nachbarschaft des Polizeireviers, bis sie sich an einer nahegelegenen Tankstelle mit einem LKW-Fahrer traf. Aber Amber war doch nicht so clever, wie du vielleicht denkst. Sobald sie und der LKW-Fahrer unterwegs waren, entschied sie sich, zum selben Hotel zurückzukehren, in dem sie verhaftet wurde. Das Hotelpersonal bemerkte sie sofort, sodass sie nur eine Stunde später wieder verhaftet wurde. Nun werden die Polizisten sie wohl nicht mehr so schnell alleine lassen. Derek Estelle im Garland County. Der 34-jährige Derek Estelle sieht aus, als würde er am Telefon mit einem seiner Angehörigen sprechen. In Wirklichkeit wartet er darauf, seine Flucht in die Tat umzusetzen. Doch das war keine Einzeltat. Er hat mit anderen Insassen zusammengearbeitet, um die Beamten abzulenken. Denn sobald die Wärter auf der anderen Seite des Raums waren, sprang er über einen Schalter durch das Fenster. Auf dem Video sieht man, wie er sich durchquetscht und von einem anderen Beamten verfolgt wird. Eine weitere Aufnahme zeigt Derek draußen auf der Flucht. Anscheinend wartete ein Auto auf ihn, das sein Ticket in die Freiheit sein sollte. Und so kam es auch. Derek konnte flüchten und aus dem Gefängnis entkommen. Die Beamten versuchten alles Mögliche, um die Flucht zu verhindern, doch hatten keinen Erfolg. Aber die Polizisten wussten, wie das Auto aussah. Auf ihrer Suche fanden sie es nur wenige Stunden später nach dem Ausbruch. Doch das Auto war leer. Derek lebte in einem verlassenen Haus mit seiner Freundin und konnte 3 Wochen später erwischt werden. Es wird vermutet, dass seine Freundin die Fahrerin des Fahrzeugs war. Dereks Mutter und Stiefvater wurden ebenfalls wegen Beihilfe zur Flucht angeklagt. Manche Mütter tun eben alles für ihre Kinder. Brian Moody, Sonny Baker und Mark Robbins. Wir sehen 3 Insassen langsam aus der mittleren Zelle kommen. Sie bewegen sich alle in die Ecke, um dann schnell in den Lüftungsschacht zu klettern. Dieses Video ist eines von mehr als 30 Kameras innerhalb des Gefängnisses. Das Lincoln County Gefängnis identifizierte die Flüchtlinge als Brian Moody, Sonny Baker und Mark Robbins. Manche Gamer werden sich daran erinnern, wie Solid Snake durch die Lüftungssysteme schlich und genau so sind die Gefangenen entkommen. Aber sie kletterten nicht einfach hinein und hofften auf das Beste. Sie hatten es schon viele Male zuvor getan. Im Wesentlichen gelangten sie durch das Lüftungssystem in die Küche. Auf diese Weise konnten sie jederzeit vorbeischauen und sich einen Snack holen. Somit war der Fluchtplan fertiggestellt und es war an der Zeit, ihn wieder mal durchzuführen. Ein weiterer Mitgefangener kam mit und versuchte, die Freiheit zu erlangen. Und tatsächlich, der Plan funktionierte auch. Doch innerhalb von 3 Tagen wurden von den 4 Insassen 3 wieder gefasst.
Am vierten Tag wurde der letzte Ausbrecher gefangen genommen und zurückgebracht. Das Schockierendste an all dem ist jedoch, dass dies nicht der erste Fluchtversuch war. Zwei der Gefangenen waren bereits 3 Monate zuvor entkommen, und zwar durch genau den gleichen Fluchtweg. Man könnte sagen, dieses Gefängnis hat seine Lektionen nicht gelernt. Der Bulldozer. Unsere nächste Flucht ereignete sich in Kopenhagen, Dänemark. Anstatt über die Wände zu klettern oder durch ausgehobene Tunnel zu entkommen, ließen die Gefangenen einfach einen ihrer Kumpels mit einem Bulldozer in die Wand krachen und hofften auf das Beste. Mit dem Bulldozer erledigte er seinen Job und zerstörte die Wand komplett. Aufnahmen zeigen den Bulldozer, wie er einfach in die Wand rast, während mehrere Gefangene die Flucht ergreifen. Es wird auch vermutet, dass zu dieser Zeit ein Fußballspiel lief. Waren die Gefangenen darauf aus, zum Fußballspiel zu gehen, um in einer großen Menschenmenge unterzutauchen? Es ist schwer zu sagen, aber dieses Filmmaterial stammt nicht von Überwachungskameras, sondern von einem externen Kameramann. Das alles geschah im Jahr 1995, also 5 Jahre vor den ersten Handykameras. Daher wird vermutet, dass der Kameramann mit am Ausbruch beteiligt war oder er tatsächlich einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Einer dieser Flüchtlinge ist Brian Bo Larsen, der Albtraum jedes dänischen Gefängniswärters ist. Er entkam 2004 aus dem Gefängnis. Er versteckte sich in einem Container mit Laub, der aus dem Gefängnis transportiert wurde. Nachdem er wieder einmal gefasst wurde, sägte er 2014 mit einer Metallsäge die Gitterstäbe seiner Zelle ab. Er benutzte für den Ausbruch ein Seil, um auf das Dach zu klettern und auf der anderen Seite wieder herunterzukommen. Brian ist einer der weltweit bekanntesten Gefängnisausbrecher, aber vielleicht nicht der berühmteste, wie wir später sehen werden. Die Flogger. Unsere nächsten Ausbrecher mussten nur das Etagenbett beiseite schieben, um zu fliehen, denn dahinter befand sich das Lüftungssystem. 3 Gefangene verschwanden im Lüftungskanal und krabbelten durch die Rohrleitungen an der Gefängnismauer vorbei und gelangten in Freiheit. Und ehrlich gesagt müssen wir diesen Mut dieser Kerle wirklich bewundern. Während die meisten Gefängnisausbrüche von Überwachungsaufnahmen stammen, entschieden sich diese 3 Häftlinge, sich selbst bei ihrem Ausbruch zu filmen. Die Insassen in Orange County hatten ein Handy ins Gebäude geschmuggelt. In diesem Video sehen wir, wie sie sich durch einen Lüftungsschacht schlängeln und durch die Rohrleitungen des Gebäudes klettern. Einer der Gefangenen gibt einen Daumen hoch, bevor er durch den Lüftungsschacht entkommt. Sobald sie aus dem Lüftungssystem herauskamen, schoss ein Häftling erstmal ein Selfie. Die 3 erreichten schließlich das letzte Dach des Gebäudes, um aus dem Gefängniskomplex zu entkommen. Insgesamt befanden sie sich 1 Woche auf der Flucht. Die 3 begannen ihr Versteck zu filmen und Pfeife zu rauchen, während ein anderer eine Flasche Jack Daniels trank. Wie gesagt, der süße Geschmack der Freiheit dauerte jedoch nur 1 Woche. Sie wurden von den Beamten erwischt und wieder hinter Gitter gebracht. Die charmanten Redner. Wir sehen eine Dame, die damit beschäftigt ist, sich durch die Haare zu streichen und total gestresst auszusehen. Ich kann euch sagen, sie überdachte gerade ihre Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern sollte. Denn schon am nächsten Tag wurde sie verhaftet. Doch wobei handelt es sich hier? Die Dame, die wir gesehen haben, ist für die Videoüberwachung im Gefängnis verantwortlich. Eine der Kameras zeigt uns in einer Gasse 3 Männer, die alle in weiß gekleidet waren. Anstatt eine lange und gut durchdachte Planung für den Ausbruch zu erstellen, nutzten diese Gefangenen ihren eigenen Charme und ihre Ausstrahlung, um in Freiheit zu gelangen. Das Ganze ereignete sich in Texas. Dort wurde eine weibliche Gefängniswärterin von 3 Insassen durch charmantes Reden dazu gebracht, bei einem Gefängnisausbruch zu helfen. Sie hat im Wesentlichen die ganze Arbeit für sie erledigt, Alarmanlagen abgeschaltet, Türen entriegelt und eine falsche Gefangenenzählung durchgegeben. Dadurch erhielten die 3 Häftlinge einen 11-minütigen Vorsprung. Zudem bekamen die Gefangenen eine andere Kleidung, da sie alle in weiß zu sehen waren. Die Häftlinge öffneten einfach das Tor und spazierten aus dem Gefängnis. Die Gefängniswärterin wurde 1 Tag später verhaftet. Die 3 Ausbrecher wurden nach 5 Tagen wieder gefunden und in ihre Zellen zurückgebracht. Clauvino da Silva. Einer der verrücktesten Gefängnisausbrüche stammt definitiv von einem brasilianischen Drogenhändler namens Clauvino da Silva. Sein Plan war folgender. Seine Tochter sollte ihn in seiner Zelle besuchen. Im Anschluss wollte er sich als seine Tochter verkleiden und eine Perücke tragen, um so aus dem Gefängnis zu gelangen. Aber die Tatsache, dass seine Tochter für immer in dieser Gefängniszelle ist, schien ihm nicht besonders wichtig zu sein. Also trug er eine schwarze Perücke, eine Brille, einen BH, eine Silikonmaske und das T-Shirt seiner Tochter.
Da Silva wurde auch Shorty genannt, weil er ungefähr genauso groß wie seine Tochter ist. Aber die Gefängniswärter kamen dahinter, wie man in diesem Video sehen kann. Sie entfernten Da Silva die Brille und die Perücke und das Spiel war vorbei. Die Polizei stellte ihm die Frage, ob seine Tochter in die Flucht eingeweiht war. Doch Da Silva verneinte, was seine Familie sehr schockierte. Es stellte sich heraus, dass noch 8 weitere Personen in diesem Fall involviert waren. Die Perücke, die Maske, der BH und das T-Shirt wurden wohl nacheinander in seine Zelle geschmuggelt. Man muss sagen, dieser Versuch war wirklich verrückt. Dennoch hatte er keinen Erfolg. Rustam Shahrudinov. Nun, das war ein wahrlicher Stunt. Der 25-jährige Rustam Shahrudinov kam wegen Diebstahls und Einbruchs ins Gefängnis. Es ist wohl offensichtlich klar, dass dieser Kerl äußerst geschickt darin ist einzubrechen, da er sich in fast jeden Raum zwängen kann. Seinen Ausbruch führte er durch, indem er sich komplett auszog und nackt durch die Essensklappe seiner Gefängniszelle gelangte. Sobald er draußen war, holte er seine Kleidung aus der Zelle. Dann zog er sich wieder an und machte sich auf den Weg in die Freiheit. Dieser Ausbruch war auf einer Videokamera deutlich zu erkennen. Offensichtlich schaute keiner der Wärter zu diesem Zeitpunkt auf den Bildschirm. Das alles passierte auch nicht mitten in der Nacht, sondern um 16 Uhr. Shahrudinov stammt aus der Republik Dagestan in Russland. Es sind keine eindeutigen Hinweise zu finden, dass er jemals wieder gefasst wurde. Daher könnte er sich immer noch auf freiem Fuß befinden. Sei also nicht überrascht, wenn dieser Kerl in deinen Briefkasten schlüpft. El Chapo. Nun müssen wir einem der größten Gefängnisausbrecher aller Zeiten Tribut zollen. El Chapo. In diesem Filmmaterial sieht man ihn in seiner Zelle auf und abgehen, bis er plötzlich in den Tunnel abtaucht. Sein richtiger Name ist Joaquin Guzman und er ist einer der weltweit berüchtigsten Verbrecher. Um zu entkommen, hatte er einen geheimen unterirdischen Tunnel unter der Dusche gebaut. Aber El Chapo hatte etwas Spielraum mit den Wachen. Er hat nicht langsam oder leise vor sich hingemeißelt, im Gegenteil. Es gab oftmals lautes Hämmern, aber die Wachen vor der Tür beschlossen, dieses Geräusch zu ignorieren. In der Aufnahme sieht man ihn aufgeregt hin und her gehen, bis er den richtigen Moment abwartet, um zu verschwinden. Auf seinem Schreibtisch sieht man ein Handy, das in seine Zelle geschmuggelt wurde. Damit konnte er die Flucht organisieren. Bei seiner Flucht drehte er die Lautstärke seines Fernsehers auf, um jeglichen Lärm zu übertönen. Der Tunnel erstreckte sich über 1,5 Kilometer, bis El Chapo das Tageslicht erreichte. Er befand sich nun auf dem Grundstück, das im Besitz seiner Frau war. Aber die eigentliche Arbeit wurde im Tunnel erledigt. Sein Drogenkartell war es gewöhnt, mehrere Tunnel zwischen der US-amerikanischen und mexikanischen Grenze zu graben, um Drogen zu schmuggeln. In diesem Fall bauten sie einfach ein weiteres umfangreiches Tunnelsystem, um ihren Anführer zu befreien. Der Tunnel hatte Beleuchtung, Belüftung und sogar ein Schienensystem. Auf der Schiene befand sich ein umgebautes Motorrad, das dazu diente, Werkzeuge für den Tunnelbau zu transportieren. El Chapos Ausbruch war im Jahr 2014 und er genoss 2 Jahre in Freiheit, bis er schließlich wieder gefasst wurde. Aktuell wird er im amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis in Colorado festgehalten. Dort wird wohl El Chapo sein restliches Leben verbringen und auch sterben. Doch wer hatte deiner Meinung nach die beste Idee für einen Gefängnisausbruch? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. Wenn du mehr True Crime Stories von mir sehen und mich dabei unterstützen möchtest, gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Aktiviere auch die Glocke, damit du keine neuen Videos mehr verpasst. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.